Hi, mein Name ist Thomas, ich bin 15 Jahre alt und mit Kulturwerke Deutschland hier in BC, Kelowna, Kanada. Das ist die Westküste. Ich werde 10 Monate hier bleiben und 2 davon sind jetzt um. Und heute in dem Video erzähle ich euch über mein Lieblingsessen und ich zeige euch meine Lieblingssnacks, die ich euch empfehle, wenn ihr auch in Kanada seid. Viel Spaß! Mein Lieblingsessen hier ist wahrscheinlich Hühnchen mit Reis oder mit Nudeln oder generell Nudeln. Das gefällt mir alles sehr gut und ich kriege das hier auch tatsächlich 2 bis 3 Mal die Woche. Das ist sehr cool. Und ansonsten gibt es auch typisches Essen in Kanada. Nicht wirklich viel, außer halt von Poutine, das ich leider noch nicht gekostet habe. Poutine ist eine Spezialität aus Kanada. Das ist, glaube ich, Pommes mit Käse überbacken und noch irgendwas. Klingt nicht so lecker und ein paar meiner Freunde meinten auch, dass es nicht das Beste ist, aber ich werde es auf jeden Fall mal probieren. So. Auf jeden Fall, es gibt nicht viele Spezialitäten sonst in Kanada, aber typisches Essen ansonsten zum Beispiel am Sonntag oder an Anlässen wäre quasi eine Turkey, also ein Truthahn oder sonst auch so Chicken mit, keine Ahnung, Beilagen halt. Entweder Kartoffelpüree oder Reis oder Gemüse. Aber ja, das ist so mit das Essen hier und jetzt geht's zu meinen Lieblingssnacks. Ich habe hier nichts gerankt, das sind einfach ein paar zusammengeschmissen von meinen Lieblingssnacks. Aber auf einer der ersten Stelle auch haben wir Bubbly. Ich hoffe, das kann man sehen. Hier habe ich jetzt gerade falsch gegriffen. Wollte eigentlich ist Bubbly Grapefruit. Das ist quasi ein Softdrink Replacement. Und das ist, das besteht eigentlich nur aus Wasser mit Kohlensäure und halt naturellen Geschmacksstoffen. Das ist somit ziemlich gesund. Hier ist nichts drin, gar nichts. Wenn man jetzt auch mal auf die Zutaten guckt, ist auch wirklich nur Carbonated Water and Natural Flavor. Also genau das, was ich gesagt habe. Und ja, das gibt es hier in allen möglichen Geschmäcken, wie zum Beispiel Limette oder eben Grapefruit und noch mehr Früchte halt. Aber ja, das ist ziemlich gut. Dann kommen wir zu einem nächsten. Das zeige ich euch gleich noch was, wie man es macht. Kodiak Cakes. Das ist quasi Waffeln. Also das sind Waffeln. Beziehungsweise das hier ist jetzt nur das Pulver. Und mir gefallen die sehr gut, weil die schmecken gut. Die haben auch, glaube ich, irgendwie Protein oder so drin. Das ist mir eigentlich egal, aber haben die, glaube ich, trotzdem drin. Das haben wir leider nicht in Deutschland. Würde ich auf jeden Fall vermissen, wenn ich zurückfliege. Und ja, wie man die macht, ist ganz einfach. Hier drin ist halt dann vorgemachter Pulver. Und dann nimmt man einfach das Pulver mit Wasser und dann mixt man das halt in der richtigen Verhältnis. Wahrscheinlich 1:1 oder so, glaube ich, in der Art. Je nachdem, wie man das halt mag. Und dann geht es auch schon ins Waffeleisen. Und das war es auch schon. Und dann kann man natürlich sein Maple Syrup drauf tun oder seine Whipped Cream. Was auch immer man mag. Aber ja, Kodiak Cakes. So, dann bin ich auch schon innen drin. Hier habe ich jetzt meine Kodiak Cakes und ganz einfach, ganz einfach mixt man die. Bisschen Pulver rein, dann tue ich gleich das Wasser dazu und dann in die Waffel und das war es auch schon. Dann mixt man das, vielleicht in einem 1:1 Ratio. Deswegen mache ich jetzt hier das ganz voll. Dann habe ich jetzt hier mein Wasser und dann gebe ich das ganz einfach rein und dann habe ich komplett vergessen mit meiner Gabel und dann mixe ich das halt eben mit meiner Gabel. Und das war's auch schon. Dann hat man den Teig fertig gemischt und dann macht man halt einfach noch erst ein bisschen einölen, damit das auch nicht hängen bleibt. Dann kippt man es aber rein, wie man halt die Waffeln macht. Ne? Zack, das reicht. Dann hat man auch schon die Waffel. Thank you.
ich bin zwar jetzt kein Profi, aber das ist meine fertige Waffe. Tja, habe ich wohl irgendwas falsch gemacht. Jetzt sieht es wohl eher aus wie Kaiserschmarrn, aber schmecken tut das trotzdem. Und dann kann man natürlich entweder sein Maple Syrup oder was auch immer man drauf machen will. Ich mag Sahne. Und ja, dann war es das und dann hat man schon mal seine Waffe. Sehr lecker, Kodiak Cakes. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Item oder Items wahrscheinlich, aber mir gefällt das hier sehr gut. Das ist ein Apfel und Okanagan Village oder Lake, weil hier Kelowna liegt am Okanagan Lake auf der Westküste von Kanada. Auf jeden Fall, hier im Okanagan ist es sehr gut, sehr fruchtbares Land und sehr gut für die Früchte. Und deswegen ist zum Beispiel hier mein Apfel ziemlich süß und schmeckt einfach klasse. Und den, gut klar haben wir Apfel in Deutschland, aber werde ich glaube ich trotzdem vermissen, wenn ich wieder zurückgehe. Die sind somit einfach perfekt, würde ich sagen. Und ja, wo die Sonne untergeht, war es jetzt auch schon mit meinem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr auch ein Auslandsjahr machen wollt, dann klickt doch gerne den Link in der Beschreibung oder wählt die Nummer auf dem Screen. Und dann plant ihr euer nächstes Abenteuer mit Kulturwerk. Hier wird es auch so langsam kalt, wie ihr vielleicht hören könnt. Aber ihr bei euch zu Hause könnt doch gerne noch den Kanal abonnieren und entdecken, um Infos über euer nächstes Abenteuer herauszufinden. Ich bin Thomas und tschüss.